Wie sagt man so schön, der Ball läuft wieder, das Runde muss ins Eckige, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Wir kennen sie alle, die Philosophen der Fußballwelt. Mit FIFA 22 geht auch Entwickler Electronic Arts die nächste Fußballsaison. Was FIFA 22 zu bieten hat und wie gut der neueste Ableger ist, erfährst du natürlich wie immer im Test zu FIFA 22 bei deinem Swishy. Gerne an der Stelle auch ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, um keine Gaming-News und natürlich auch FIFA-News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Als Vorwort, das Bildmaterial stammt größtenteils aus der Next-Gen-Variante, hier ist es die Xbox Series X-Version, aber ich habe auch teils Ausschnitte von der PlayStation 4-Version zur Veranschaulichung einiger Kritikpunkte, die ich meine. Grafisch hat sich rein aus der Telekamera bzw. generell Spielkamera nicht viel getan. Grafisch ist man hier weiterhin auf dem Niveau der Next-Gen-Variante von FIFA 21, also nicht mehr und nicht weniger. An der Inszenierung der Spiele und dem Drumherum wurde gearbeitet, zum Beispiel am Einlauf, Bilder aus der Spielerkabine und vieles weiteres. Man hat eben sehr viel in das Drumherum des Spiels gesteckt. Zusätzlich gibt es noch völlig neue Gamefaces und teils stark überarbeitete Gamefaces der bereits vorhandenen Spieler. Die Spieler wirken nun optisch an der Realität sehr nah dran und ergänzt wird das Ganze noch durch das Hyper-Motion-System, was auch bereits schon groß und breit vorgestellt wurde von EA, die zum Beispiel Erling Haaland den typischen Laufstil verpassen. Auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One fehlt leider das Hyper-Motion-System leider gänzlich. Ein großer Negativpunkt, welcher sich hier auf die PS4 bezieht, beziehungsweise aber auch auf die Xbox One, die Performance in den Menüs und besonders Nachspielen in den Animationen ist wirklich fast schon als Ruckelparty zu bezeichnen. Wenn man einmal im Spiel drin ist, geht's wirklich, aber die Menüs und vor allem die Animationen nach den Spielen sind wirklich eine Katastrophe. Rein gameplay-technisch muss man erstmal sagen, Fußball bleibt eben Fußball. Fans der Reihe, die sich viele Stunden mit der Spielreihe auseinandergesetzt haben, werden wissen, was ich meine. Jeder FIFA-Teil ist zwar immer noch Fußball, aber es spielt sich doch im Kern wirklich anders. Allerdings für FIFA-Neulinge oder was man auch öfters immer hört, ist eben Fußball bleibt Fußball. Allerdings fällt in FIFA 21 eine große Änderung am Gameplay auf und die fällt wirklich diesmal ins Gewicht. Es ist deutlich langsamer. Somit ist es auch näher dran am Fußball und deutlich taktischer. Wir kennen es vielleicht noch aus FIFA 20 oder FIFA 21, es ging einfach ganz Zeit im Schlagabtausch hin, her und man hat sich ganz Zeit durchgeskillt in diesem Möchtegern FIFA Street Gameplay. Hier in FIFA 22 wird das Passspiel deutlich wichtiger und vor allen Dingen der Spielaufbau wird auch deutlich realistischer und vor allen Dingen sinnvoller. Spielerisch hat es sich für mich wirklich spaßig angefühlt und vor allen Dingen etwas neuer und ich hatte wieder das Gefühl, immer weiter spielen zu wollen. Das Ganze hat mich sehr überrascht, da ich mir bei FIFA 21 im Early Access schon gedacht habe, gefällt mir nicht ganz so gut. Aber das ist ja hier eine persönliche Meinung. Obendrauf kommen noch neue Volta-Minispiele wie zum Beispiel Fußballtennis und Fußballvölkerball, die gerade mit Freunden zu Hause wirklich extrem viel Laune machen und mir sehr viel Spaß bereitet haben. Im Umfang dürfen wir uns auch in FIFA 22 wieder auf die gewohnte Standardkost freuen. Anstoß, Volta-Fußball, Karrieremodus als Manager und Spieler, Pro-Clubs, Online-Saisons und kleinere Spielmodi wie Skillspiele und natürlich nicht zu vergessen den beliebtesten Modus, nämlich Ultimate Team. Im Ultimate Team-Modus überarbeitete man das Rivals- und Weekend-League-System, unter anderem mit direkten Belohnungen nach der Weekend-League und anderen Möglichkeiten. Hinzu kommen neue Stadion-Individualisierungsmöglichkeiten und neue Stadien, neue Icon-Karten wie zum Beispiel Wayne Rooney und eine völlig neue Kartenreihe, nämlich die Hero-Karten, wo es zum Beispiel unter anderem auch Mario Gomez oder Lars Ricken gibt. Auch neue Mannschaften sind an Bord und zum Beispiel eine ganze Liga, nämlich die gesamte indische Liga. Leider verliert man allerdings auch deutlich mehr offizielle Lizenzen und vor allen Dingen wichtige Lizenzen. So zum Beispiel einige Mannschaften aus der italienischen Serie A, zum Beispiel heißt Lazio Rom nun Latinum und Atalanta Bergamo heißt nun Bergamo Calcio. Die Spieler heißen gleich und es ändert sich erstmal grundsätzlich an den Kadern nichts, allerdings sind die Trikots anders und natürlich nicht der offizielle Name vorhanden. Auch fallen einige Nationalmannschaften weg, so zum Beispiel Kolumbien, Schweiz oder die Türkei. Sollte ich mir FIFA 22 kaufen bzw. kann ich FIFA 22 empfehlen? Abschließend bleibt für mich nur zu sagen, dass sich das Gameplay für meinen Geschmack wirklich positiv geändert hat. Es fühlt sich nun deutlich realistischer und für mich auch spaßiger an und ließ mich kaum noch von der Konsole los.
Performance-technisch läuft es auf den Next-Gen-Konsolen wirklich rund, auf den Last-Gen-Konsolen mit großen Abstrichen den eben genannten Performance-Problemen im Menü. Weshalb ich die PS4 und Xbox One-Versionen auch nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Natürlich wird das Rad hier auch nicht mit FIFA 22 neu erfunden, es bleibt eben eine Fußballsimulation. Diesmal allerdings mit deutlich besserem, realistischerem und an der richtigen Stelle verfeinerten Gameplay. Gegenüber stehen natürlich massive Lizenzverluste, die die Authentizität des Spiels runterziehen und der Wegfall einiger Mannschaften. Ob es am Ende das Geld dann wert ist und du dir das Spiel zulegen sollst, musst du natürlich selbst überlegen. Aber von meiner Seite aus, die Next-Gen-Variante von FIFA 22 bleibt für mich ein Hit und ist ganz klar zu empfehlen. Hast du bereits FIFA 22 gespielt und wenn ja, wie findest du es? Schreib es mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß im Zocken wünscht dir dein Swishy.